Hallo. Ich bin Dr. Sheldon Cooper. Ich begrüße Sie zur Premierenfolge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. In den nächsten 52 Wochen werden Sie und ich zu Erforschern der dynamischen Welt der Vexillologie. Nicht so schnell, Dr. C. Was ist Vexillologie? Vexillologie ist die Flaggen- und Fahnenkunde. Cool. Ich denke, ich habe etwas gelernt. Hatten Sie Spaß dabei? Ja, und wie? Spaß und Information sind die zwei Seiten dieses Videopodcasts. Ganz ähnlich wie die zweiseitige Flagge des Bundesstaates Oregon. Oh, sieh an. Hallo, Mr. Bieber. In späteren Episoden finden wir Antworten auf brennende Fragen. Welche ist die einzige nicht rechteckige Flagge? Welches Tier befindet sich am häufigsten auf Flaggen? Welches Tier befindet sich am zweithäufigsten auf Flaggen? Und vieles mehr. Süß! Wieso schwenken Sie eine weiße Fahne? Ich kapituliere vor dem Spaß. So. Die heutige Ausgabe von Spaß mit Flaggen ist nicht spaßig. Aber sie ist sehr wichtig. Flaggen. Ihr müsst wissen, wie ihr sie haltet. Ihr müsst wissen, wie ihr sie faltet. Fangen wir an mit der Beschreibung der Bestandteile der Flagge. Diese Kante ist die Stockseite. Und wenn wir die Flagge entschuldigt. Cut! Hast du nicht gesehen, dass wir hier drehen? Entschuldige, ich gehe mit Penny essen und muss hier raus. Und ich habe mir Flaggenwissen angeeignet, das hier raus muss. Ist alles klar? Nein, ich bin fassungslos. Aber wie die Flagge auf dem Kapitol bin ich noch da. Und Take 2. Hallo. Ich bin Dr. Sheldon Cooper. Ich begrüße Sie zur Premierenfolge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. In den nächsten 52 Wochen werden Sie und ich zu Erforschern der dynamischen Welt der Vexillologie. Nicht so schnell, Dr. Cooper. Was ist Vexillologie? Vexillologie ist... Wieso ist ein Gesicht auf der Fahne? Das ist Ferdinand Tiefleck. Ich dachte, er hilft uns auch jüngere Zuschauer zu erreichen. Verflixt, du hast recht, brillant. Nochmal von vorn. Das war ein richtig schönes Essen. War nett, dass du mich eingeladen hast. Ich auch. Du hast mir gefehlt. Du siehst mich doch jeden Tag. Meinst du nicht, dass dir bloß der Sex fehlt? Naja. Sex mit dir ist schon echt genial. Hast du es mal ausprobiert? Hab ich. Und du hast nicht unrecht. Ich finde nur, wenn wir es nochmal miteinander versuchen wollen, sollten wir es langsam angehen. Boah, ich kann es langsam angehen. Da habe ich dir von meiner ersten Freundin auf der Highschool erzählt, Karen Berberick. Bis heute weiß sie nicht, dass wir zusammen waren. Deswegen war es auch leichter für sie, als ich Schluss gemacht habe. Okay, so langsam vielleicht auch nicht. Was hältst du von Folgendem? Bist du vertraut mit dem typischen Prozess der Softwareentwicklung? Nur so zum Spaß sage ich mal nein. Also, bevor eine Anwendung veröffentlicht wird, gibt es einen Testlauf. Das könnten wir auch machen. Und wenn wir auf einen wunden Punkt treffen, werden wir nicht wütend, sondern sagen, hey, wir haben einen Fehler gefunden. Er wird dann gemeldet und repariert. Du meinst einen Beta-Test? Eigentlich wäre das ein Alpha-Test. Für einen Beta-Test braucht man Leute, die an der Entwicklung nicht beteiligt sind und... Kein Lob dafür, dass ich den Beta-Test kenne? Doch, natürlich, unbedingt. Das war mal wieder meine Pedanterie. Und das war unser erster Fehler. Du hast ihn gemeldet, ich kann ihn reparieren. Siehst du, das ist gut. Na schön, versuchen wir es. Toll. Du führst eine Liste, ich führe ein und dann gleichen wir sie ab. Okay. Gute Nacht, Leonard. Gut gemacht, Hofstetter. Nichts macht die Frau mehr an als Analogien aus der Softwareentwicklung. Hey, ich bin wieder da. Cut! Take 47. Hier ist noch etwas sehr Interessantes über Flaggen. Ich kann es kaum erwarten.
Die Flaggen von Liechtenstein und Haiti sind zufälligerweise identisch gewesen. Das wurde erst entdeckt, als sie 1936 sportlich bei den Olympischen Spielen gegeneinander antraten. Diese Peinlichkeit wurde vom Aufstieg des Faschismus überschattet. Zeig mal dein neues Handy. Hab ich auf dem Weg hierher gekauft. Hey, willst du die Folie mit mir abziehen? Wäre mir eine Ehre. Das ist das Beste daran. Nimm mal eine Ecke. Oh, wo ist die Eile, Cowboy? Genieße den Moment. Oh ja. Apropos Cowboy, wisst ihr, welches Land nicht nur eine, sondern gleich zwei Kühe in seiner Flagge hat? Der verschwindend kleine Binnenstaat Andorra. Die nächste klassische Folge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen, schreibt sich von selbst. Oh, lass mal sehen, wie die Spracherkennung funktioniert. Hey, du durftest die Folie abholen, werd nicht gierig. Hallo? Hallo. Wie ist dein Name? Mein Name ist Siri. Jetzt hast du endlich eine Frau in deinem Leben, mit der du reden kannst. Bist du Single? Ich habe keinen Familienstand, wenn das Ihre Frage war. Ja, du hast recht. Das ist so persönlich. Wir kennen uns ja noch nicht. Wie wär's mit einem Kaffee? Ich habe 6 Cafés gefunden. 3 davon in Ihrer unmittelbaren Nähe. Ich sehe die Herren dann später. Sie bricht ihm sicher das Herz. Fantastisch, was? Schon bald müssen der künftigen Generation erklären, wie schwierig das mal mit Dates war. Ich frag mich nur, welche Dinge womöglich auf dieser Liste stehen. Ihr Haar ist zu golden? Ihr Lachen zu melodisch? Die Welt wird bloß durch ihre Anwesenheit leider zu einem besseren Ort? Wie wär's mit redet dauernd mit Essen im Mund? Ihr Herz ist voller Liebe, es ist egal, was sie im Mund hat. Und, Siri? Was geht ab? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Was machst du gerade? Was ich mache? Ich spreche mit Ihnen. Deine Stimme ist sehr schön. Danke. Es ist schön, wenn man geschätzt wird. Das glaube ich gern. Warum stehen Frauen nicht auf mich? Lassen Sie mich das überprüfen. Wie wäre es mit einer Websuche? Warum stehen Frauen nicht auf mich? Ach, nicht nötig. Habe ich schon gemacht. Siri, hast du einen Nachnamen? Mein Name ist Siri. Ah, nur ein Name. Wie Cher, Madonna, Adele. Alles Frauen, die mich rocken. Mein Name ist Rajesh, aber nenn mich Raj. Möchten Sie, dass ich Sie Raj nenne? Ich möchte, dass du mich sexy nennst. Von jetzt an nenne ich Sie sexy, okay? Okay. Siri, ich habe Lust auf italienisches Eis. Ich habe 10 Restaurants gefunden, in deren Bewertung italienisches Eis erwähnt wird. 7 davon befinden sich in Ihrer Nähe. Danke, Liebling. Das ist doch selbstverständlich, sexy. Alle Achtung, Dr. Kutrapali. Warum das? Du hast einen großen evolutionären Sprung gemacht, indem du auf die menschliche Interaktion verzichtest und du mit einer seelenlosen Maschine eine romantische Verbindung eingehst. Hut ab. Ich habe keine Bindung dazu. Oh, natürlich nicht. Ich verstehe. Du hast Angst, die Welt ist noch nicht reif für deine Tabu-Liebe. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Es ist nur ein Handy. Cooper? Kripke?
aufgepasst. Professor Rothman hat schon wieder im Teilchenlabor uriniert, also ziehen wir seine Ruhestandsparty vor. Freitag 5 Uhr, bring Knabberzeug mit. Danke, Barry. Siri, erinnere mich am Freitag daran, Nussplätzchen zu machen. In Ordnung, ich erinnere Sie daran. Du hast Siri, hä? Die Spracherkennung auf dem Ding ist furchtbar. Hier. Siri, empfiehlst du mir ein Restaurant? Es tut mir leid, Barry. Ich verstehe, empfiehlst Restaurant nicht. Nein, hör mal hin, nicht Restaurant, Restaurant. Ich verstehe nicht die Bedeutung von nicht Restaurant, Restaurant. Siehst du, totaler Mist, du bist scheiße, Siri. Hey, rede nicht so mit ihr, sie ist eine Lady. Weißt du, diese Lady hat letzte Nacht hochauflösende Fotos von meinem Gemächt fürs Internet gemacht. Wir sehen uns. Es ist offen. Hey, können wir los? Ja, ich lese nur noch schnell dieses Kapitel. Kannst du das nicht später lesen? Nein, kann ich nicht. Bücher lesen ist ab heute wichtig für mein Leben, denn du weißt ja, wir hätten mehr unterhaltsame Themen, wenn ich mehr lesen würde. Gut, toll, ja. Was liest du denn? In 2 Wochen harte Bauchmuskeln. Im Titel verraten die ja schon, wie das Buch ausgeht. Schon gut. Also bitte denk daran, wie das Ganze funktioniert. Wir regen uns über diese Dinge nicht auf. Ja, zum Beispiel habe ich deinen Fehlerbericht in meine Dateplanung mit einbezogen. Ja, ich habe was Tolles mit dir vor. Eine Überraschung. Na schön. Wunderbar, dann suche ich mir schnell ein paar Schuhe, das nicht zu hoch ist. Wir wollen ja nicht, dass du dich so fühlst, als würdest du spazieren gehen mit deiner Mami. Danke sehr. Oh, das ist meine Liste für dich. Gleich hier. Na schön, von mir aus. Ich kann noch leiser sein, wenn wir uns küssen. Ich dachte, es sei ein Ausdruck von Leidenschaft, aber wenn es verstanden wird als schlabbrig und bizarr, dann lassen wir das. Entschuldige, beschreibst du mal etwas genauer, wieso meine Augenbrauen blöd sind? Nein, vergiss es, hier steht's ja. Gutes Timing, das Essen ist fast fertig. Prima. Oh, es riecht aber lecker hier. Was gibt's denn zu essen? Ah, eine exotische Leckerei. Ich hatte eine Unterhaltung mit Siri über Pekingente. Und sie kennt 4 chinesische Lebensmittelhändler gleich in meiner Nähe. Ihre Spontanität ist ansteckend. Wer ist Siri? Hat er eine Frau gefunden? Ja, sein Handy. Ja, verstehe. Ist das süß oder beängstigend? Aha. Wie wäre es mit Wein? Er schmeckt euch hoffentlich. Traditionell nimmt man zur Pekingente einen Sauvignon Blanc, aber Siri schlug einen halbtrockenen Riesling vor. Ich war mir zwar nicht sicher, aber ich wollte keinen Streit mit dir mitten im Supermarkt. So, was wollen wir Siri zum Abendessen anziehen? Leopard? Was Glitzerndes? Oder wie es Coco Chanel sagen würde? Man kann nichts falsch machen mit dem kleinen Schwarzen. Siri, spiel ein bisschen Smooth Jazz. Ich spiele Smooth Jazz. Oh mein Gott, Kenny G. Die Frau liest in mir wie in einem Buch. Unglaublich, ich habe meine Seelenverwandte in einem Regal gefunden. Ich fühle mich auf einmal ganz unwohl hier. Das ist ja super klasse. Wie kommst du auf diese tolle Idee? Ich habe deinen Dad angerufen und ihn gefragt, was du als Kind gern gemacht hast. Das hier war einfacher, als eine Kuh zu finden, die du umschubsen kannst. Oh
okay, du bist eigentlich ganz toll. Du meinst für jemanden, dessen Nackenmassagen sich anfühlen, als wolle ein Adler dich in sein Nest schleppen? Okay, Fehlerbericht. Ich hab dir ein Kompliment gemacht. Freu dich und halt die Klappe. Okay, entschuldige, entschuldige. Verdammt, entschuldige dich nicht immer. Stimmt, entschuldige. Also dann schießen wir ein bisschen. Soll ich zeigen, wie es geht? Ich spiele oft Grand Theft Auto. Ich weiß, wie man mit einer Knarre schießt. Wow, echt süß, wenn du wie ein Gangster redest. Jetzt habe ich eine Schussverletzung. Knallharter Typ. Nein, du hast einen Schuh mit einer Schussverletzung und einen Kratzer an deinem kleinen Zeh. Hallo, Sie haben mir ein Heftpflaster im Krankenhaus drauf gemacht. Das dürfen Sie nur, wenn es medizinisch notwendig ist. So will es das Gesetz. Also, ich danke dir für diesen echt coolen Abend. Ich danke dir dafür, dass du meine Star Wars Socken in der Notaufnahme versteckt hast. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, den Beta-Test auszuwerten, um mal zu sehen, wo wir stehen? Es sieht alles ganz gut aus. Und, gehen wir es weiter langsam an? Ich meine, die Schusswunde heute und letzte Woche habe ich mir den Daumen eingeklemmt. Wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Gute Nacht, du. Grüß Gott, ihr auf YouTube. Ich bin ein waschechter Bayer. Und ich bin ein Brezen. Und das ist Sheldon Cooper präsentiert Gaudi. Mit? Fana. Erste Tür links. Danke. Dave, ich habe 6 Staubsauger-Reparaturwerkstätten gefunden. 4 davon in ihrer unmittelbaren Nähe. Hallo, Sexy. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wenn Sie mit mir schlafen möchten, sagen Sie es mir nur. Es tut mir leid, ich verstehe nicht.